Um die stattliche Wunschsumme von Herbert zu erzielen, muss die Entdeckungstour in der Lagerhalle ein echter Erfolg werden. Otto und Mauro sind gespannt, was sie hier erwartet. Oh, eine aufgeräumte Scheune, sieht man selten. Wirklich aufgeräumt hier. Herbert hat die Halle verkauft und mit dem Käufer vereinbart, sie bald komplett zu räumen. So kann man es anbieten. Hast du das schon mal erlebt, Otto? So aufgeräumt? Ja, selten, selten. Du hast ja sogar einen Wohnwagen hier stehen. Willst du das auch verkaufen? Ja, auch der ist im Angebot. Also hier muss alles raus, ja? Alles, was hier steht. Also ich bin echt überrascht. Das ist alles super aufgeräumt. Und ich habe es mir ja so gehofft. Und die Sachen sehen ja auch erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus. Das ist, sage ich mal, mehr alles Lagerbestände. Und auf der anderen Seite gibt es Sachen, die halt busy. Was soll jetzt? Sag mal, was ist mit der Hebebühne hier? Die Hebebühne ist vom. Bleibt die hier drin? Meine Autos. Die kann auch verkauft werden dann. Was hast du da für eine Preisvorstellung? Momentan noch keine, aber so, ich sag mal, grob 400 bist du schon bringen. Sind alle Papiere, alles dabei? Funktioniert auch noch. Funktioniert auch noch. Okay. Nur Dinge in einem guten Zustand lassen sich leicht zu Geld machen. Dieser Flitzer hier gehört Herbert allerdings nicht mehr. Was da ist denn das steht Schönes? Ein Tretauto. Ah ja. Der Marke Zutrön, der ist. Der ist 19. Das ich meinem Enkelchen vermacht habe. Und der hat die Entscheidungskraft zu verkaufen oder nicht. Das Auto jetzt hier? Ja. Mhm. Wie alt ist denn der? Das ist ja gerade das keine ist 5 Jahre. 60er Jahre. Nee, das, nein, das ist neu. Das nee, ist das ist kein neuer. Ja, das ist Plastik, ist aber kein neuer. Doch, guck mal hier, nein, da ist doch schon neuer. Ein CE-Zeichen drauf. Ist kein neuer, glaub mir's. Made in Italy. Das ist ein neuer. Der ist nicht 60er Jahre. Nein. Es müssen also noch einige versteckte Schätze ans Tageslicht kommen, damit der Verkauf nicht zur Nullrunde wird. Vielleicht wird Schükrü ja jetzt fündig. Uhren. Ja. Auch was Wertvolles? Ich denke mal schon. Ich hoffe auf jeden Fall. Das ist so ein Hobby von meinem Mann. Oh, da sind ja noch ein paar andere Sachen dabei. Ringe und so, ne? Sehe ich. Ja. Gold? Ja, sieht so aus, ne? Der Goldpreis ist enorm hoch momentan. Man muss immer hingehen, erst abwiegen, schauen, was hat das überhaupt für ein Karat. Dann hast du erstmal einen Materialpreis. Ja. Und auf den Preis, wenn die Ringe natürlich noch gut sind und noch modisch sind, dass man sie noch anziehen will, legt man dann halt noch ein bisschen was drauf. Ja. Oh, was ist das? Ist das Gold? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, das muss ja, weil sonst wäre es ja verrückt, da 850 Euro zu schreiben. Ja, das ist so. Ja. Ich meine, wenn du das so in die Hand nimmst, ne? Ja. Ist ja schon schwer. Ja, ist schon schwer, ja. Okay, du darfst das Uhrwerk aber nicht vergessen. Richtig. Und meistens ist das fast, genau, fast, also je nachdem, von 45 bis 80 Gramm. Mhm. Das heißt, dann hast du, wenn du Glück hast, Gold von vielleicht 14 bis 25 Gramm, je nachdem. Okay. Ne? Mhm. Wenn du Glück hast. Mhm. Aber wenn ich das mal kurz so überschlage, hat man natürlich diesen Preis nicht. Wird man nicht bekommen. Mhm. Ja, aber das ist wahrscheinlich, weil er das auch als Uhr, aber Taschenuhr benutzt richtig, keiner mehr. Das ist das Problem. Ja, ja. Ich finde, Schülgrü hat da die Ahnung, was es wert sein könnte, was Gold anbelangt. Das ist so gar nicht mein Hobby und ich denke, er wird uns da gut beraten. Darauf ist Verlass. Dann wär's das, oder? Nein. Nein? Nein, wir haben da noch ein Schmuckstück stehen. Würden wir auch gern verkaufen wollen. Das Auto? Ja. Sehe ich das richtig? Ledersitze? Ja, nein. Bitte schön. Ja, ich will ja diesen Twingo um Gottes Willen nicht kleinreden, aber wer macht denn bitte schön dort Ledersitze rein? Ist das für ein Freak gewesen? Aber man muss sagen, okay, zum Verkaufen ist es natürlich optimal. Der geht auch richtig ab. Der hat 75 PS, also da kannst du auf der Autobahn schon mal 140 fahren. Ne? Schiebedach. Sonnendach hat er auch, ja. Hier. Ja. Der feine Herr. Ja. Der hat Klima, der hat Ledersitze, der hat Schiebedach, also so eine richtige Glasschiebedach. Das wird, glaube ich, nicht so schwierig sein, den wegzubekommen. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr dafür haben? Was kann man dafür noch kriegen? Ich denke mal vielleicht 1.000 Euro. 1.000 Euro? Ja. Ist aber Verhandlungsbasis, ne? Ja, würde ich schon sagen. Okay, dann war es das jetzt. Das war's, ja. Sollen wir mal rüberfahren zu den Gerne Jungs? Doch, ja. Ja? Ja, ich habe aber ein Problem. Welches? Ich habe kein Auto. Das ist schlecht. Ja. Ich kann dich aber gerne mitnehmen. Okay, danke. Bitte.
In Herberts Lagerhalle in Gründau würden Otto und Mauro gerne einen echten Verkaufsschlager aufspüren. Was hast du denn hier drunter? Da gucken wir jetzt mal drunter. Das ist so ein kleines Schätzchen, sag ich mal. Eine Vespa. Richtig. Eine Vespa. Cool. Die ist aber schön. Und rot ist immer toll. Das ist eine aus, von wann ist die? Aus der 80er? 85, 86? Nee, ich meine irgendwas 89 sogar. 89. Ja, ist ja 80er, ich, ne? Ich weiß es nicht genau. Ein bisschen Papieren gucken. So, also was ist denn das für eine 200er sogar? 125er. Warum steht denn da 200 drauf? Nein, das ist eine 125er. Weil du die heimlich frisiert hast. Oder? Das ist wahrscheinlich gut. Ja, aber sowas ist natürlich immer super. Echt? Ja, wenn, so, wenn die noch läuft, ist es klasse. Also der Motor dreht, sie springt schwer an. Ich habe sie schon zum Laufen gebracht. Ein paar Mal, aber je länger sie steht, desto schwieriger springt sie auch an. Papiere hast du auch dafür? Papiere gibt es auch dafür. Das ist sehr cool. Ich würde sagen, die nehmen wir mal mit nach vorne und dann gucke ich mir die dann nochmal genauer an. 6 Jahre stand die Vespa ungenutzt in Herberts Lager. Somit besteht natürlich die Gefahr, dass der Motor nicht so will wie Otto. So, also hier sind jetzt die Schätze. Hier sind die Schätze. Super. Hier hast du Frankfurter Wellenschränke stehen. Richtig. Ne? Ja. Weichholz, Frankfurter richtig. Wellenschrank. Originale oder? Original. Originaler, das fühlt man immer an der Rückwand. Das kannst du auch. Frankfurter auch. Wellenschränke, die wurden von Bürgern als Statussymbol genutzt. Das heißt, man hatte sowas im Flur stehen und je nachdem, wie viel Geld du hattest, war der entweder Nussbaum oder Eiche, war damals auch ein anderer Handelswert. Ja. Wenn sie furniert waren, waren sie unheimlich teuer, hat er schon der Adel gehabt. Man hat damit gezeigt, wie viel Geld man hatte. Immer gern gekauft. Wurden, also der jetzt nicht, aber es gibt welche, die wurden zu D-Mark-Zeichen bis 120.000 gehandelt. Wo? Mhm. Also ich finde, der ist sehr schön restauriert. Ja? Originalzustand ist das nicht, aber sieht echt gut aus. Hast du das gemacht? Ja. Ja. Habe ich gemacht. Hast du aufgearbeitet? Richtig. Hast du schön gemacht. Toll. Ja? Sieht gut aus. Wie viel Arbeit von dir steckt da drin? Wie viele Stunden? Wie von sah der Stunden Feuer aus? Her kann man sagen, mit Sicherheit 20 bis 25 Stunden. Ich finde, der Herbert hat gut restauriert, hat das fein gemacht. Ja? Das sieht alles gleichmäßig und gekonnt aus. Also ich finde das gut. Also der wurde mal zu seinen besten Zeiten zwischen 8.000 und 10.000 Euro gehandelt. Mhm. Ja? Was ist jetzt der Preis dafür? Also meine Vorstellung wäre so bei 3.000 jetzt. 3.000, ja. Ach, ich weiß es nicht. Das ist halt alles schwierig geworden, Möbel zu verkaufen. Ja, ich weiß, dass es schwierig geworden ist. Das sind Preise, die, denke ich mal, reell sind und die man auch erzielen kann. So findest du sie im Netz, ja. Mhm. Kriegst du sie zwischen 1.500 Endverbraucherpreis bis 3.500 findest du sie, ja. Deswegen. Und, also da kann man sich ja noch mal Gedanken machen. Nee, das würde ich jetzt gerne von dir hören. Ich will wissen, wie du tickst. Also meine Vorstellung ist, wie gesagt, 3.000 ist meine Vorstellung. Man kann drüber reden über den Preis, aber ich wäre nicht, was sich auf 1.000 runtergehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Für Herbert bedeuten die ja echt was, weil damit hat er auch Geld verdient. Ja? Aber die sind sehr schwer zu verkaufen. Und du kriegst Frankfurter Wellenschränke von einer höheren Qualität zu einem günstigeren Preis. Was kostet der Furnierte hier? Das ist ein Nürnberger Wellenschrank. Ja. Bei dem, so wie er da steht, 2. 2. VB. VB, okay. Da sage ich VB von vorne. Das finde ich jetzt nicht unrealistisch. Es bleibt also doch noch Hoffnung, dass Herbert seine Vorstellungen überdenkt. Das ist wirklich mal eine schöne Schatzkammer. Mit kleinerem und größerem Inhalt. Dieser Wohnwagen hat eine echte Fangemeinde und sollte schnell einen Käufer finden. Er ist mit Bett, Küche und WC ausgestattet. Und der riecht gut. Ja, auf jeden Fall nicht verschimmelt. Der stand immer trocken, ja. Beim Vorbesitzer und bei mir auch. Das ist super, weil wenn die nämlich einmal Feuchtigkeit gezogen haben und einmal so muffig riechen, dann kriegst du die ganz schlecht verkauft. Das ist also, der ist da einwandfrei. Außenmarkise, auch gut. Hat auch einen guten Style, finde ich. Hat er noch TÜV? Der hat TÜV auch noch, ja. Okay. Preisvorstellung? Also meine Preisvorstellung liegt bei 8.000. Minimum ist 6,5. Wir haben momentan so einen Campingboom und die Leute sind echt verrückt nach den Dingern und sind wahrscheinlich auch bereit, solche Summen zu bezahlen. So, was machen wir mit der Vespa? Was stellst du dir da Schönes vor? Die Vespa, die soll ca. 800 bringen. Wenn sie läuft? Wenn sie läuft. Ja, die Vespa ist eigentlich ganz cool.
ich sag mal so, sowas kann man immer verkaufen. Otto will es jetzt ganz genau wissen. Denn wenn die Vespa beim Verkauf nicht sofort anspringt, sind die Interessenten schnell wieder weg. Das sehe ich. Guck mal. Hey, super. Siehst du? Von alleine. Gib mal, wow. Gas. Hält dir das Gas? Nee. Hey. Ach, guck mal. Lydia, Sean und Schükrü sind da. Jetzt habe ich gerade die Karre an. Muss ich die ausmachen? Brauchst du nicht. So, sie läuft doch. Nabel. Wir haben es gerade geschafft, dass die Leute. Oh, unser Wagen qualmt. Ja, euer Wagen qualmt. Was ist denn da los? Geht auch die Lüftung an. Ich bin ja mit Lydia mit dem Twingo gekommen. Also auf dem Weg war alles 1A und hier oben raucht er plötzlich. Ausgerechnet jetzt macht der Twingo Mucken. Gut, dass Otto direkt nach dem Rechten schauen kann. Also ich glaube, das ist echt schwer, einen Twingo zu verkaufen. So eine alte Karre. Es wird echt hart. Ja gut, jetzt qualmt er nicht. Also ich denke mal schon, Motor läuft ja. Auf jeden Fall. So, Sean, erzähl doch mal. Das ist ja dein Auto, soweit ich das weiß, oder? Mhm. Ja? Dürfen wir den überhaupt verkaufen? Ja, ihr dürft ihn verkaufen. Also ja, ich möchte es verkaufen und ich kann es ja auch nicht mehr benutzen. Ich denke, es würde kaputt gehen, wenn ich da drinnen sitze, weil ich auch zu schwer dafür bin. Aber ja, ich möchte es auch verkaufen. Zu welchem Preis? Also mindestens 150 Euro. Ich sag mal gar nichts dazu. Ich wollte von dir einfach nur einen Mindestpreis. Und das sind unsere Highlights, oder was? Naja, drin haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir verkaufen. Wir haben schon ein paar schöne Sachen. Aber wir haben eine Summe von 30.000, ne? Wir werden sehen, wo wir landen. Die Wunschsumme. Wir werden sehen, wo wir landen. Noch scheint der finanzielle Wunsch der Bohrmanns unerreichbar zu sein. Gut. Ja, dann war es das für heute, oder? Alle Schätze gesehen? Noch einen Schatz kann ich anbieten. Jetzt noch ein Schatz. Ja. Noch ein Schatz. Ja, der ist ein bisschen größer. Geht mit. Da gucken wir. Denn Herbert hat da noch etwas in der Hinterhand. Ja, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Und alles Gute kommt bekanntlich zum Schluss. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Unter dieser Plane verbirgt sich Herberts Lieblingsstück. Was hast du denn hier Schönes drunter? Dürfen wir mal aufmachen? Ein ausgefallenes Auto. Ja, du darfst komm, mal Mauro, hilf mal mit. Ja, ja. Noch ein Porsche, was? Ah, ein Citroën oder was ist? Ja. Der Wagen wurde 1969 gebaut, ist dritte Hand und hat sogar frischen TÜV. Ja, der Wagen ist ja mega. Es ist echt ein schönes Auto. Toll, lässt sich auch mit Sicherheit verkaufen. Jetzt müssen wir uns den noch mal genauer angucken und dann hoffen, dass wir auch die richtigen Interessenten dafür finden. Der sieht aber cool aus, ne? Sag mal, ist das nicht das Auto vom Fantomas? Richtig, ja. Ja? Ja. Genau, die hat doch einen ganz speziellen Namen. Ich komme gerade nicht drauf. Die Göttin. Die Göttin zieht natürlich auch die Verkaufsexperten direkt in ihren Bann. Da steht tatsächlich die Karre von Fantomas. Das ist so geil. Das ist einfach unfassbar. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein Auto gesehen habe. Der sieht ja auch vom Lack noch super aus, ne? Der ist neu lackiert worden vor ungefähr 25 Jahre, meine ich. Neu lackiert vor 25 Jahren. War ein bisschen letztes Mal gefahren. Vor ein paar Tagen. Wann habe ich TÜV hab ich gemacht? Oh, das ist ja noch verunglückt hier, die Tür, ne? Letzte Woche hast du TÜV gemacht? Ja. Was hat der runter? Knapp 200.000, meine ich. Wie lange hast du den und wo hast du ihn geholt? Den habe ich von einem Kunden in Zahlung genommen. Und ich habe ca. 20 Jahre. Der war ja vor 20 Jahren ja schon teuer. Was hast du dafür bezahlt? So ungefähr, sage ich mal, 20. 20.000? 1.000 D-Mark. D-Mark. Ja. Und jetzt, was willst du jetzt haben? Jetzt möchte ich haben mindestens 20.000 Euro. Mindestens? Mindestens. Und drunter geht er nicht. Okay, damit kommen wir eurer Wunschsumme schon auf jeden Fall näher. Ja? Mhm. Also ich vertraue jetzt einfach mal, was der Herbert sagt, dass das alles funktioniert. Der war ja erst frisch beim TÜV. Wir fahren jetzt mal, machen uns ein paar Gedanken und wir sehen uns dann. Okay? Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.